Hallo, grüßt euch. Jetzt fange ich hier auch noch mit Thermomix-Videos an und ihr denkt bestimmt, oh, noch eine. Wir haben ja schon ein paar, die liebe Thermifee und die liebe Anja. Ich grüße euch hier natürlich ganz herzlich. Ja, wie komme ich da dazu? Ich habe mit meinem lieben Mann eine Wette verloren. Ja, und jetzt stehe ich halt hier und muss sie einlösen und somit kommt unser Video hier zustande. Wir haben jetzt überlegt, was wir noch schnell machen können, was wir zu Hause haben. Draußen ist schon dunkel, es ist jetzt schon relativ spät, Sonntagabend. Ja, mein Mann meinte, er könnte noch einen Pudding essen. Ich sag da natürlich auch nicht nein. Und dann machen wir den jetzt einfach zusammen. Das Rezept von unserem Pudding ist im Grundkochbuch drin, auf der Seite 134. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe mir die Sachen schon parat gestellt. So, wir schalten den Thermomix an, drücken die Waage, geben 50 Gramm Schokolade rein. Ich habe jetzt gemischte, ja, zart, bitter und Vollmilchschokolade, das, was wir eben da hatten. Habe das vorher auch schon abgewogen, sind 50 Gramm. So, das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 10. Eigentlich Stufe 8, aber klein ist klein. So. Dann geben wir die restlichen Zutaten hinzu. Wieder die Waage drücken, das ist das Schöne an unserer Tara-Waage. 500 Gramm Milch. Gramm Stärke. Hoffentlich reicht sie. Aber ich denke, ja, prima. Wieder die Waage. 20 Gramm Zucker. Eier schlage ich immer in die Tasse auf. Mir ist es schon mal passiert beim Kuchenbacken, dass ich den Teig schon drin hatte und das Ei aufs laufende Messer sogar geschmissen habe und dann ja die Eierschale mit drin war. Deswegen schlage ich das jetzt immer erst in die Tasse. Ein Ei. Den Rühraufsatz einsetzen. Deckel drauf, da ist es, der Messbecher passt nicht, drehen wir rum, nicht über Stufe 4, 6,5 Minuten, 100 Grad, Stufe 2 bis 3. Wir sehen uns dann später wieder. So, die letzten paar Sekunden laufen. Wunderbar. Dann schauen wir mal. Das riecht schon gut. Könnt ihr das sehen? Ja. Sieht recht sämig aus. Also, er hat schon schön gebunden auf jeden Fall. Zeigen euch gleich noch mal. Ihr seht wahrscheinlich jetzt nur den Dampf. So, guckt mal. Der sieht wirklich lecker aus. So. Schmetterling raus. Ich kratze den jetzt noch ein bisschen aus, den Topf.
Und es ist, wie erwartet, auch nichts unten hängen geblieben. Ich zeige es euch auch sofort nochmal. So. Schaut mal hier. Der Topf, kann man es sehen? Den muss ich natürlich noch ein bisschen auskratzen, aber es ist nichts unten festgekocht. Dafür lieben wir alle unseren Thermomix, dass wir nicht dabei stehen müssen und rühren müssen beim Pudding oder beim Kochkäse oder bei der Marmelade. Super. Also, dann haben wir uns noch einen abendlichen Snack gezaubert. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielleicht folgt noch eins. Schauen wir mal. Macht's gut!